Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 105 sind wir immer noch in der Zwergenruine, haben hier gerade ein paar Spinnen niedergemetzelt und sind verfolgt von zwei komischen Gestalten, die genau das gleiche machen wie wir. Huh. Huh. Wer ist der Größte? Miautolex. Huh. Habt ihr sehr gut drauf. So. Ach, doch den Pfeil aus dem Fuß gezogen. Krabbeln wir mal über die erste Spinne rüber. So. Ah, da ist tatsächlich eine Truhe. Ja. Wir haben in der Zwischenzeit in der Folgenpause ein kleines bisschen geskillt tatsächlich. Wir hatten noch eine ganze Menge Skillpunkte. Und was haben wir denn da so geskillt? Wollt ihr das mal erzählen? Wir haben einhändig jetzt 20% mehr Schaden. Dann haben wir bei dem Bogen. Oh! Sehr gut. Nee. Bei dem Vulkanglasbogen 20% mehr Schaden. Und wir finden mehr Gold in Truhen. Haben wir gerade auch wunderbar gesehen. was haben wir noch gemacht? Tja, warte, du hast schon gesagt, dass wir Fall mehr. Nee, wir haben doch Bogen mehr Schaden und Einhand mehr Schaden, war das so. Ja, genau. Ja, das wär's. Und. Ja, mehr haben wir nicht geskillt. Nur mehr Schaden und. Oder leichte Rüstung haben wir auch noch ein bisschen erhöht. Ah, okay, wir kriegen 20% weniger Schaden. Exakt. 7 Gold! 7, das wären bestimmt sonst 6 gewesen. Ich glaube, du musst unsere starken Eisenschuhe der Kraft anziehen. Ja. Aber dann könnt ihr nicht mehr schleichen, oder? Also nicht mehr lautlos schleichen. Das wäre hier vielleicht nicht so klar. Dum, dum. Tja, was machen wir? Komm, dann schmeiß eine Waffe raus, die du dann noch mit hast. Kleidung haben wir bestimmt irgendwas. Warte, ich guck. Ja. Jetzt wird es langsam. Was haben wir hier alles eingesetzt? Boah, was ist denn ein Diadem der großen Schießkunst? Ach, aber das ist ja ein Helm, ne? Schade. Mhm. Ja. Schade. Eisen, ne, Elfenstiefel der Muskelkraft. Das wiegt denn viel? Hm. Ein orkischer Helm. Wo ist der denn? Hau den Zwergenschild raus. Oh, aber der ist ganz schön wertvoll. Den? Oh. Aber der ist auch gut wertvoll. Sonst guck mal bei sonstigen. Da sind auch noch ziemlich schwere Dinger mit bei. Meistens. Den Besen behalten wir. Ja, der Besen. Das ist echt nicht so gut, ne? Ja. Was ist denn das? Wo haben wir das denn her? Ich weiß nicht. Das habt ihr wahrscheinlich von diesen Käfern oder Tausendfüßlern. Haben wir nicht getroffen. Tausendfüßler? Kommt mir nicht bekannt vor. Hm? Ah. Was ist das für ein Eimer? Mach mal den Becher da weg. Oh ja. Oh, was habt ihr denn da so schön? Ach komm, die Elfenbein dran. Okay. Die Questgegenstände können nicht abgelegt werden. Ach, warte. War da noch so ein Quema-Schild gerade? Da oben irgendwo. Was? Da. Das runde Ding, was gerade eben war. Da? Oh ja. Ist auch quatschig. Ja, 15. Gewicht 15. Schlüsselzutaten. Zutat ist natürlich nichts. Ja, ja, Essen. So eine... Irgendwie Wein dabei. Aha. Sehr interessant. Party! Gestohlenes Nordmaid. Interessant. Na gut. Also 10 haben wir schon geschafft. Wir brauchen noch mehr. Habt ihr noch ein paar Waffen eingesammelt? Was mit Waffen? Oder? Haben wir noch Pfeilmerschwerter oder so? Guck mal, da habe ich noch alles gelesen. Warte. Pfeilmerpfeil. Na toll. Achso, das rüste mal den Vulkanglasbogen jetzt als neuen auf. Das ist eine gute Idee. Und auch Favorite machen. Jo. Hm. Die ist gar nicht so gut, ne? Ja, die kann eigentlich dann weg. Ja. Jo. Na, perfekt. Dann haben wir es auch schon. Und der wird mal ausgerüstet. Und als Favorit. Ist und schon. Als Favorit. Ach, ja, hast du schon markiert? Ja. Genau. Ja, sehr schön. So, dann musst du die. Hast du die Axt jetzt mitgenommen schon? Nee. Die nehmen wir noch mit. Und dann haben wir es auch schon bei dieser Truhe und weiter geht's endlich. Pass auf, ein Pfeil mal. Warte, ich werde nochmal ganz kurz was gucken. Wir haben hier einen Vulkanglasbogen. Elfenbogen wollen wir nicht mehr haben, ne? Ja, machen wir den auf die 3. Okay. Ich mach auf die 3. Ja, weiter geht's. Ja. Go, 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 go. Da ist auch gar nichts drin, oder? Hier sind alle tot, Timo. Keiner ist mehr. Eine Bärenfalle, vielleicht. Nicht nach unten gehen.
Spring bloß nicht nach unten. Ja. Ach, so schlimm wäre das schon nicht. Müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen. Es wäre eine ganze Folge, um hier wieder hochzukommen. Oh, kann man da hoch? Nein. Da ist auch gar nichts mehr drin. Ach, aber hier waren die Spinnen. Cool, ein paar Eier looten. Ja, ist aber auch ich glaub, gar nichts mehr. Da musst du noch draufhauen auf das Ei, oder? Nein. Nicht? Ich glaube, nur diese offenen kannst du da ja, looten. Ah, okay. Ein Spinnenei. Frech, warum sind da nicht mehr offene Eier? Komm, weiter. Vielleicht ist Mercer da sogar hinter. So, das war's. Und wir gehen in den nächsten Raum. Duck dich. Oh. Sklavenquartiere. Oh je. Das hört sich nicht schön an. Wir sind schon wieder fast Stufe 23, wo wir gerade erst den Stufenaufstieg gemacht haben. Habt auch gut rumgeschlichen. Hoffentlich vermasseln uns nicht hier die Leute wieder alles. Kalia und Brynjolf, die einfach auf alles einhauen, was wir hier umschleichen. Das Tor ist eingetreten worden. Dieser Geruch. Hier stinkt es nach Falmern. Das muss ihr Schwarm sein. Das hört sich gar nicht gut an. Na komm, schieß mal. Da ist eine Spinne, ne? Die sieht ja, das ist eine Zwergenspinne. Das ist ja noch schlimmer. Noch schlimmer? Was? Ah. Komm, gib ihm. Unserem neuen Vulkanglasbogen und verbesserter Durchschlagskraft geskillt. Mal sehen, ob wir es. Passt. Aber es ist ganz schön viel Schaden. Lassen wir die Spielchen und beenden wir diese Sache. Ja, das ist ziemlich böse. Warum müssen die immer drauf losrennen? Sie. Ja, ist doch nix. Wenn du R drückst, legst du den Pfeil wieder ab. Ja. Danke. Oh Mann. Ich finde, es riecht ja nach Dwemer. Zeug. Siehst du das da an der Wand? Ja, genau. Sie auch schon Bekanntschaft gemacht mit denen. Da ist eine Falle. Was ist das Schwarze auf dem Boden? Nix, das okay. Ist nix. Aber geh mal da zum Hebel runter. Welcher Hebel? Da ist ein Hebel. Achso, der. Ich wollte mal gucken, was hier oben ist, ob man da auch schon lang kann. Oder was pass, hier hinten ist. Pass bloß auf, dass da wirklich nichts rauskommt. Ach, wir haben ja gute Freunde dabei, die sich für uns jederzeit in den Kampf stürzen. Na klar. Sogar wenn wir gerade schleichen wollen. Und es sind Schimmerpilze an der Wand. Ach da, oh ja, da. Uiuiuiuiui. Ich lese immer noch verborgenes Stück. Ach, verborgenes Stück Dwemer-Metall, cool. Ach, die guten Pilze. Ja, Pilze gibt's hier ganz viele. Truhe? Fragezeichen? Tatsache. Hm, gut gesehen. Ah, oh, mehr Gold, sehr schön. Oh, Zwergenhemd des Beschwörens. Oh, viel zu schwer. Viel zu schwer. Aber geht gerade noch. Diadem der Alchemie auch noch. Geht nicht mehr. Was? Nein! Oh, komm schon. Oh, da müssen wir das wegschmeißen. Verdammt nochmal, was machen wir denn? Kann man zwischendurch nochmal nach Hause vielleicht? Leider nicht. In der Folgenpause? Nope. Irgendwas Fettes wegwerfen. Die Spitzhacke. Was ist mit dem Stab der Zombies? Wie? Ah, okay, na, 400. Verzauberte Sachen sind immer viel zu wertvoll. Ja. Naja. Na, die Spitzhacke wäre eine Option. Elfenkriegsachsen. Alter, schmeißt einfach diese Dinger da raus. Schmeiß mal Dravins Bogen weg, verdammt nochmal. Leider funktioniert's nicht. Aber schmeißt die Dinger raus. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Blablablas des Frosts haben und irgendwas anderes des Frosts, heißt das dann, dass wir zweimal den gleichen Zauber kriegen, wenn wir es entzaubern? Wie meinst du das? Also man kann das doch so entzaubern, oder? Ja, genau. Aber dann kriegt ihr nur jeweils das Ziel erleidet und so viele Punkte Schaden, Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Und das ist dann das Einzige, was ihr dann habt. Also ihr könnt das nicht mehr entzaubern mit der gleichen Verzauberung. Ne? Hey. Ihr macht das nur einmal und Gegenstände, die dieselbe Verzauberung jetzt haben, könnt ihr dann nicht mehr entzaubern.
Also für jeden Zauber, den es gibt, können wir nur einen Gegenstand entzaubern. Genau. Ah. Okay. Das heißt, alles, was wir doppelt haben, brauchen wir sowieso nicht mehr Genau, mit diesen rumschleppen. Eisenstreitkolben des Frosts kannst du dann rauswerfen. Oder den da. Warte, was ist denn schwerer? 24 gegen. Was wiegt der Eisenstreitkolben? Ja, Eisenstreitkolben. Ein Ein tiefer unterer? Daumen. 13. Ja, Guck dann mal, die haben nimm. die gleiche Verzauberung. Ja, nimm den 24er raus. Ja. Nein, jetzt schmeißen wir schon verzauberte Sachen weg. Das erste Mal. Das tut logisch weh. So ist das Oh, Leben. weg damit. Dann nimm wenigstens die Stahlkriegsaxt mit. Ja. Damit wir beim nächsten Mal auch was zum Wegschmeißen haben. Oh, wir müssen nur wieder was wegwerfen. Oh nein. So, ich gleich noch einmal hier hoch und dann gehe ich auch zum Hebel, wie Johann gesagt hat. Oh Gott. Oh, Oh. Lehrlingstür. Knack. Endlich mal Das wieder sind Schloss sonst. knacken. Genau. Mann, ich habe schon so lange keine Schlösser mehr geknackt. Nicht so zimperlich, Timo. Hey, wir haben nicht mehr so viele Dietriche. Also ich würde sagen, Truhen müssen wir ab jetzt ignorieren. Wir können gar nichts mehr tragen. Genau. Gut, dass wir geskillt haben, dass man mehr Gold findet. Perfekt. Hops, hops. Na komm. Ich habe Barren Angst. könnt ihr auch liegen lassen. Ich sag dir, wenn du den Hebel drückst, ne, dann kommt aus jedem von diesen Löchern kommt so ein kleiner, kommt so eine kleine Zwergensphäre raus. Deswegen machen wir auch die Tür hinter uns zu. Richtig? Ja, oh, Brennnessel ist noch rausgekommen. Ja, da muss ich ein bisschen beeilen hier, wenn er mit so einem tollen Team wie Kalia und mir hier mithalten möchte. Oh, guck mal nach Ach du unten. Ich glaube, Scheiße. das ist sogar eine Falle da oder Guck mal, so. hier kann man schürfen, oder? Na, Nee. fast. Glaube ich nicht. Das ist zu tief hängen. Guck Meinst mal du erstmal, es? was hinter dem Gitter ist, bevor euer. Oh, man kann sich hinsetzen. Und beobachten, wie die Sklaven hier ihre Kämpfe austragen. Guck mal. Ja, drück den Hebel. Drück den Hebel. Drück den Hebel. Komm, drück ihn. Es wird dir gefallen. Ich weiß auch schon, was passiert. Da kommt doch bestimmt so ein komisches Schneidding raus. Exakt. Der eine hat's voll. Den hat ja gar keinen getroffen. Toll. Wie ge. Oh. Komm. Okay. Na gut, wir schleichen eh weiter. Selbst die Fallmäher haben nicht die Schmerzen verdient, die diese Vorrichtungen ihnen zugefügt haben müssen. Ach je. Okay, warte, Speicher ich noch mal geb dir einen vorher. Tipp. Der ist schon fast tot gewesen, der Falmer. Ach, das sind beides Falmer? Falmer Schleicher und Ah, ein okay. Falmer. Nee, schieß nicht den ab, den anderen. Wieso? Dann wird er auf dich zukommen. Und dann wird er sterben. Keine Gnade für die Schwachen. Oh. Na gut, der andere ist gestorben. Dunkelheit Jetzt bringen. sind beide Okay. tot. Gut. Weiter geht's. Sonst schalt die Falle noch aus. Ja. Das war ja eine tolle Falle. Fand ich jetzt nicht so toll. Dann diese Stühle hier noch. Oh Mann. Das sind ganz schön Verrückt, verrückt. grausame Zwerge gewesen. Ja. Da sind Tränke gewesen, glaube ich, oder? Jo. Beherrsch dich, Timo. Das denn? Ich sehe das alles nicht mehr. Hier ist Steinstuhl. eine Truhe. Ha! Truhe. Leichte Rüstung. Nehmen wir mit. Yummy. Lecker, lecker. Was ist das? Zeug. Lederstreifenschwert. Ich muss nochmal ganz kurz um, was hier los ist. Da Nun ja. ist irgend so ein Folterapparat und den kann man auch looten, den Gefolterten. Der alte Strecke. Oh, ein Dieb. Des Diebs letzten Wort. Die letzten Worte, die letzten Worte Cool. gucken uns natürlich an, ist ja klar. Gibt bestimmt eine neue Quest. Hier liegt bestimmt irgendein ganz toller Gegenstand, den man nur schwer sehen kann. Blutige Lumpen. Nee. Oh. Na komm, weiter geht's. Aber guck mal auf den Tisch, vielleicht liegen da noch ein paar Tränke da. Oder Mammutstoßzähne. Dauerhaftes Gift aus. Oh, sehr gut. Echte Anfälligkeit für Feuer. Nee, lass gut sein. Das Komm. ist schon zu schlecht. Ja, keine Waffen. Oh, ein Zwergendolch. Zwergendolch. Gleich genommen. Das ist ja unser. Unser orkischer Dolch ist bestimmt nicht so gut. Ich glaube auch, ja. Weiß ich nicht. Guck mal. Müssen wir ja gleich in der Folgenpause vielleicht mal umequippen. Ja, mach das, mach das. Gucken wir mal. Und dann gucken wir, was hier in diesem Gang lauert. Was meinst du dazu? Na gut. Vielleicht sollten wir nicht neben der Falle stehen. Nachher löst jemand anders den Hebel aus. Ja.
Brennjol. Ich geh mal hier hin. Hier fühle ich mich sicher. Okay. Dann bis dann. Bis dann. Suchen wir in der nächsten weiter. Ciao.